Wenn du dir die Frage stellst, was einen Menschen ausmacht, der seine Ziele setzt und erreicht, zu all den Menschen, die vielleicht nur Träume und Vorstellungen haben, dann bist du heute hier richtig bei dem Video. Denn ich werde dir heute zeigen, was einen echten Unternehmer ausmacht und was die Unterschiede sind zu einem ausschließlichen reinen Positivdenker. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern ich bin selbst auch leidenschaftlicher Unternehmer, Gründer und Coach und helfe anderen Menschen dabei, genauso ihre Ziele zu erreichen, wie ich meine eigenen erreichen will. Und das, was mir aufgefallen ist, dass viele Menschen sich vom Erfolg, von ihren Zielen selbst fernhalten durch die falsche Denkweise. Kommen wir nun zur ersten Gruppe, der Positivdenker. Die setzen sich zu Hause an eine gemütliche Ecke, nehmen sich ein bequemes Kissen, setzen sich rauf, zünden ein paar Räucherstäbchen an und machen sich positive Gedanken. Alles ist möglich, ich werde alles erreichen. Irgendwann wird sich vielleicht im Fenster eine Tür öffnen und da kommt mein Traum, meine große Vision reingeflogen. Was macht nun auf der anderen Seite ein Unternehmer? Der Unternehmer weiß auch, dass das Ziel zuerst eine Vorstellung ist, an die man glauben muss, die man für möglich halten muss und die man auch bejaht. Aber das nächste ist, was ein Unternehmer macht, dass er sofort auch erkennt, dass da ein Riesenberg an Aufgaben und Projekten auch zu erledigen ist. Das erste, was ein Unternehmer weiß, dass in seiner Vorstellung von der Zukunft, vom Ziel, vom Traum, von der Idee, die er hat, dass da etwas enthalten sein muss, wie es auch in einem Samenkorn zu finden ist. Denn wenn du ein Samenkorn aufmachst, dann findest du dort einen Kern, ein Nukleus. Und da wiederum ist ein Bauplan enthalten, die DNA. Das gibt genau vor, wie groß der Baum wird, welche Früchte dranhängen, welche Farbe und welche Größe die Blätter haben. Und das ist auch der Schritt, was der Unternehmer macht. Er sucht sich aus seinem Ziel abgeleitet seinen Plan, seinen Businessplan, Geschäftsplan, Unternehmungsplan und überlegt genau, welche Schritte gemacht werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und anhand des Bauplans weiß er nun auch ganz genau, welcher Kuchen weggegessen werden muss, um das Ziel zu erreichen. Und er nimmt sich dann ein Messer und zerschneidet diesen Kuchen in viele kleine Kuchenstückchen. Der Projektmanager würde jetzt sagen, das sind die Summe der Projekte, die insgesamt erledigt werden müssen, um das Gesamtziel zu erreichen. Als vierten Schritt nimmt der Unternehmer sich die einzelnen Kuchenstückchen vor und legt sie ganz gesondert auf den Schreibtisch und überlegt nun, was muss alles getan werden, damit dieses Projekt, damit dieses Kuchenstückchen aufgegessen ist. Und nimmt sich jetzt wiederum seine Kuchengabel, sein Messer und zerschneidet dieses Projekt in die kleinsten Bestandteile eines Projekts. Und das sind Aufgaben. Das sind Telefonate, das sind Erledigungen, Rechnungsstellen, Finanzbuchhaltung, E-Mail schreiben, Menschen treffen. Und als fünftes unterscheidet den Unternehmer vom reinen Positivdenker, dass er dann seine Musterwoche, seine Zeit, seinen Terminkalender nimmt und sich Zeit einträgt, sich Zeit frei hält, ein Terminfenster einrichtet. Und zwar nicht nur diese Woche, heute oder morgen, sondern nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat, den Rest des Jahres, die nächsten 3, 7 oder 10 Jahre, bis dieses Ziel erledigt ist. Und zwar dann erledigt ist, wenn alle Aufgaben, alle Projekte vom gesamten Kuchen erledigt sind und dann Stück für Stück, wie in der DNA, als Bauplan zum Ziel erführen. Zusammengefasst, was ist nun der Unterschied zwischen einem nur Positivdenker und einem Unternehmer? Nun, du weißt es ganz genau, der Unternehmer unternimmt etwas. Der belässt es, sich nicht einfach beim suggestiven Vorstellung irgendeiner Idee, auf die er 10 Jahre dann hin meditiert, sondern er macht sich Gedanken, sofort den Bauplan zu analysieren, die Projekte und die Aufgaben zu definieren und sie dann selbst oder mit einem Team umzusetzen. Wenn du also selbst mehr Unternehmer sein willst, wenn du selbst in allen Lebensbereichen vielleicht heute in deiner Existenzgründung deine Ziele verwirklichen willst, dann macht es auch Sinn, Hilfe in Anspruch zu nehmen von Unternehmern, von Coaches und Beratern, die diesen Weg mehrmals gehen, die diesen Weg vielleicht täglich gehen. Daher lade ich dich ein, heute Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir von der X-Group haben über 40 Berater, die bundesweit dir dabei helfen, deine unternehmerischen Ziele zu verwirklichen. Gerne kannst du also jetzt ein kostenfreies Erstgespräch beantragen. Gerne kannst du jetzt das Video liken, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du wegkommst vom nur positiven Denken hin zum Unternehmer und Schluss machst mit dem Unterlasser-Dasein.